Was für ein Timing! Pünktlich zur Ankündigung der Stadia Pro Spiele für den September 2021 bin ich wieder da aus meinem Urlaub, stehe hier in meinem heimischen Studio und kann euch gleich davon berichten, welche drei neuen Spiele es für Stadia in das Pro-Abo geschafft haben zum 1.9. Nein, leider ist Ark immer noch nicht mit dabei, aber ein ganz neues Spiel gibt es da immerhin dabei. Jetzt geht's aber los, ich zeig's euch nach dem Intro. Bevor ich euch die drei September Pro-Spiele vorstelle, erst einmal der Hinweis, dass auch drei Spiele das Pro-Lineup zum 31. August verlassen werden. Dabei handelt es sich konkret um Gunsport, Bluefire und Chronos. Also am besten noch schnell mal freischalten, denn dann habt ihr diese Spiele für immer in eurer Pro-Bibliothek und könnt sie so lange zocken, wie ihr Stadia Pro abonniert habt. Jetzt aber zu den September-Games. Ab dem 1.9. steht Wavebreak für alle Pro-Abonnenten zur Verfügung. Passt vom Zeitpunkt her richtig gut, da das Spiel mittlerweile halt auf allen Plattformen veröffentlicht wurde und uns im gefühlten Herbst dann doch noch ein wenig Summer-Feeling bescheren könnte. Wavebreak gibt es für Stadia schon seit mehr als einem Jahr und kostet derzeit immer noch 24,99 €. Es ist ein Skater-Trick-Spiel im klassischen Arcade-Stil mit spritzendem Wasser, Waffen und vor allen Dingen Explosionen. Die Spielwelt ist von den 80er Jahren inspiriert, was man anhand des Miami-Vice-ähnlichen Hintergrunds auch sieht und anhand des geilen Soundtracks auch deutlich hört. Ihr könnt das Spiel mit Freunden online oder im Einzelspieler-Kampagnenmodus zocken. Außerdem wird Little Big Workshop das Pro-Lineup ergänzen. In dem Sandbox-Spiel des deutschen Publishers Handy Games übernehmt ihr die Kontrolle über eine Miniaturfabrik, organisiert die Werkshallen, managt alle Arbeiter, kauft die Maschinen und versucht so effizient wie möglich zu produzieren, um die Waren an die Kundschaft zu bringen und als angehender Tycoon die Gewinne gleich wieder in die Fabrik zu investieren. Little Big Workshop steht bereits seit dem November 2020 im Stadia Store und hat einen Wert von 19,99 €. Und das insgesamt 99. Spiel für Stadia Pro, zumindest wenn man seit Anfang an das Pro-Abo abonniert hatte, ist ein bisher noch gar nicht für Stadia erschienenes. Denn Darksiders 2 kommt neu am 1. September zu Stadia und wird direkt als Pro-Spiel veröffentlicht. In der Definitive Edition von Darksiders 2 bekommt ihr nicht nur das Basisspiel, sondern auch alle bisher erschienenen DLCs und grafische Verbesserungen. In Darksiders 2 schlüpft ihr dieses Mal in die Rolle von Toad, einem der vier apokalyptischen Reiter, und müsst in dem Actionspiel mit Rollenspielelementen herausbekommen, warum der Reiter namens Krieg aus dem ersten Teil, also euer Bruder, in Gefangenschaft gekommen ist. Das von THQ Nordic veröffentlichte Spiel erschien in der Definitive Edition übrigens bereits 2015 für PS4. Respekt also, dass man jetzt noch einen Stadia-Port herausbringt. Wenn ihr euch übrigens gefragt habt, wo sind denn jetzt die beiden Life is Strange-Teile? Teil 1 und 2 wurden ja als Remastered-Version angekündigt und sollten zum September auch gleich in das Pro-Abo kommen. Ja, schlechte Nachrichten. Der Entwickler hat kurzfristig die Spiele nach hinten verschoben, und zwar auf Anfang 2022, weil man sich auf den neuesten dritten Teil Life is Strange True Colors besser konzentrieren will. Kurz vor der heißen Phase der Veröffentlichung. Das heißt, wahrscheinlich ist es dann einfach auch im Stadia Pro Abo etwas zeitlich eng geworden und man hat halt diesen Monat nur die drei Spiele für uns parat. Aber was sagt ihr denn eigentlich dazu? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich bedanke mich wie immer sehr fürs Zuschauen bei euch und wünsche euch noch einen guten Tag, eine gute Nacht oder, wo auch immer ihr gerade seid, einen schönen guten Morgen vielleicht sogar. Bis dahin. Ciao.